zweifelhaftes Argument dem Cannabis zugeschrieben werden, dafür benutzt, um gegen die Legalisierung zu agitieren. Auf der anderen Seite ist Alkohol, das nach Informationen der deutschen Hauptstelle für Suchtfragen immer noch jedes Jahr 70.000 Menschen allein in Deutschland das Leben kostet. Auf jedem öffentlichen Event gehört es zum guten Ton dazu. Diese Scheinheiligkeit ist unerträglich.